Ja, ich mag einfach. Wenn ihr auswandern würdet, wo würde es hingehen? Unser Favorite-Ding. Okay. Wasser passt. Und dann pennt euer Partner nach 5 Minuten ein. Was für ein Moment. Hello Friends, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr hier seid. Heute gibt es ein neues Q&A mit Philipp. Ihr hattet euch das super oft gewünscht und ich hatte es ja auch vor ein paar Wochen schon auf Instagram angekündigt, aber wir hatten da schon nach Fragen gefragt und es kamen wirklich super viele Fragen zum Thema Elternsein. Und wenn ihr uns oder wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass wir unsere Tochter ja nicht zeigen und es hat sich irgendwie nicht ganz richtig angefühlt, über das Elternsein zu reden, wenn wir unsere Tochter überhaupt nicht zeigen und überhaupt gar nichts über sie hier präsent ist. Und die Fragen waren auch zu 99, 100% eigentlich nur darüber. Und deswegen haben wir es nicht gemacht. Ich habe heute dann nochmal nach 9 Fragen gefragt und ihr habt wirklich super tolle Fragen gestellt. Und deswegen werden wir die jetzt mal ganz klassisch wieder wie früher beantworten. Und viel Spaß beim Video. Wollt ihr irgendwann noch weitere Kinder haben? Also ich würde mal anfangen. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch irgendwann ein Kind. 2 Kinder wäre so mein Wunsch. Nicht mehr, nicht weniger. Und du? Also ich kann es mir momentan tatsächlich nicht vorstellen, noch ein zweites Kind zu bekommen. Vielleicht dauert es aber auch einfach noch ein bisschen. Ich glaube, das Thema kommt dann auch erst wieder in ein paar Jahren auf. Also jetzt aktuell auf gar keinen Fall. Was mögt ihr aneinander am meisten? Was stört euch aneinander? Soll ich anfangen? Also am meisten mag ich an Philipp, dass er sehr geduldig ist in vielen Punkten. Gerade auch wenn wir streiten, ist Philipp meistens derjenige, der auch am schnellsten wieder einlenkt und am wenigsten sauer ist, beziehungsweise am wenigsten nachtragend ist. Das ist das richtige Wort. Ich bin keine beleidigte Leberwurst. Ich mag sehr viele Dinge an dir. Du bist richtig gut im Handwerklichen. Das finde ich super cool. Philipp ist auch sehr, sehr offen, was neue Leute angeht, was bei mir ein bisschen auf der Strecke ist, sage ich jetzt mal so. Also egal, wo man Philipp reinschmeißt, Philipp kommt mit jedem klar. Das ist echt eine richtig gute Eigenschaft, die ich richtig cool finde. Und was ich nicht so gerne mag, ist, Philipp ist halt so ein typischer Mann, was Haushaltsdinge angeht. Oder war es zumindest die ganze Zeit. Und Philipp lässt halt super gerne auch Dinge rumliegen. Oder sagt, er macht sie gleich und macht sie dann halt erst 3 Tage später. Und gerade jetzt mit Kind ist es natürlich manchmal ein bisschen nervig und es geht ein bisschen auf den Keks. Aber ansonsten habe ich nichts an dir auszusetzen. Geh erst darauf ein mit dem Negativen, weil Saskia lässt auch gerne mal Sachen rumliegen, sowas wie Tasche, Jacke, aber... Wenn Frauen das machen, das ist okay. Aber wir Frauen räumen es doch auch wieder. Ja, aber manchmal auch, erst einen Tag oder so später, ist auch egal. Also Zwischenfazit, was mag ich an Saskia? Also erstmal momentan, was mir aufgefallen ist, ist, sie ist in meiner Meinung, in meiner Sichtweise eine super tolle Mama. Also sie nimmt sich super viel Zeit für unsere Tochter, ist total liebevoll. Das, was mir vielleicht manchmal fehlt, weil ich bin auch sehr direkt und manchmal ein bisschen zu hart vielleicht. Und sie ist halt total geduldig, auch wenn die Kleine mal schreit, wo ich dann sage, okay, sie muss das lernen und das macht Saskia schon super. Gerade auch Kochen und sowas für die Kleine. Also sie bekommt so viele gute Sachen. Ich denke manchmal, oh, ich krieg gar nichts mehr gekocht. Nee, das stimmt natürlich nicht, aber das macht Saskia richtig, richtig gut. Dann weniger Gerichte. Ja, was mag ich noch an dir, so von Anfang an, dass du sehr ehrgeizig bist in dem, was du eigentlich machst. Also Sachen, da geht es einem dann auch echt auf den Keks, wenn irgendwie irgendwas in der Wohnung verändert werden soll oder wie jetzt das mit der Terrasse, da bist du dann wirklich so das muss jetzt gemacht werden. Ich denke so, boah, ich will doch nur mal kurz auf die Couch. Nicht immer. Ich finde das auch nicht immer eine positive Eigenschaft. Also es geht mir manchmal selbst auf den Sack, dass ich mir dann denke, ja, so, aber in Sichtweise, was ich immer wichtig finde, auch gerade bei Frauen, jetzt zu einer Partnerin, in dem Fall ist es ja Saskia, dass man zielstrebig ist und sich die Sachen, die man sich vor Augen hält, auch versucht zu erreichen. Und das macht Saskia definitiv.
dann du hast total schöne Augen. Also das war auch so ein... Ja, ich mag einfach, also sie ist, ich finde sie sehr liebevoll. Kann aber auch ein Biest sein. Also es ist beides und das ist genau die Mischung, was ich gut finde, weil es... Ja, es ist nicht zu viel, dass man sagt, ja, alles super, sondern sie gibt auch Feuer dagegen, das brauche ich auch. Also diese Mischung, auch der Charakter, also dieses liebevoll und so, das passt schon sehr gut. Ja, wir passen schon ganz gut zusammen. Ja, eins, was gerade relativ präsent ist, wo wir auch erst heute drüber geredet haben, habt ihr Urlaub geplant? Ja. Du erzählst das von heute, ich erzähle es auch noch. Also wir haben jetzt vor 2 Wochen, waren wir beim Reisebüro und wir fahren total gerne nach Griechenland. Ich war das erste Mal mit Saskia da und finde Griechenland total cool. Und haben uns jetzt auch für ein Hotel entschieden in Griechenland. Finally. Für eine Woche zu dritt mit unserer Kleinen. Oh, ich freue mich so sehr. Der erste Familienurlaub. Und wenn wir Glück haben, kann es vielleicht sogar noch schon laufen bis dahin. Das wäre natürlich... noch cooler. Richtig cool. Und heute habe ich mit einer Freundin geredet, die wollen auch nochmal für so ein... Wir hatten es irgendwie ganz kurz über so ein Mallorca-Kurztrip. Ich hatte Philipp heute Morgen gefragt, so hey, wie sieht's aus? Wir waren ja auch, bevor wir Eltern geworden sind, richtig oft spontan einfach mal weg. Oder hatten das so mit der Arbeit verbunden und haben so eine Vacation gemacht. Das war richtig cool. Auch Mallorca 2022, wo wir die Daily Vlogs gemacht haben. Das habt ihr auch richtig gerne geschaut. Und dann hatten wir es heute Morgen darüber und ich sage zum Philipp so, lass uns doch einfach das wieder machen, so spontan im Mai weg. Und dann hatte ich das einer Freundin von mir geschrieben und sie meinte, boah ja, wir hätten da auch voll Lust drauf. Und jetzt gucken wir mal, wir hatten auch Kroatien ins Auge gefasst mit dem Auto dann vielleicht. Oder Mallorca dann so 5-6 Tage mit einer Finca. Die Flüge sind nicht ganz so teuer. Vielleicht kommt das dann im Mai noch, aber das ist noch nicht... Wird dann spontan. Spontaner Trip, aber da freue ich mich auch schon. Also falls das klappt, das wird glaube ich auch richtig cool. Auch eine sehr interessante Frage, wenn ihr auswandern würdet, wo würde es hingehen? Also ich persönlich, wenn ich nicht arbeiten irgendwo müsste, sondern einfach nur zum Leben, würde ich mich für Mallorca entscheiden, weil ich das einfach mega schön finde und es fühlt sich jedes Mal, wenn ich dort bin, wie zu Hause an. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber das ist für mich ein Ort, der ist in meinem Herzen und ich liebe es. Dort. Schweiz kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, ist wunderschön, war ich auch schon einmal, also nur einmal, aber finde ich sehr, sehr toll dort, die Natur und alles und Österreich finde ich auch sehr schön. In der Schweiz gibt es schöne Bäume. Okay. Ich muss sagen, mein Onkel wohnt jetzt, hat mittlerweile auch die Schweizer Staatsangehörigkeit und wir waren schon ganz, ganz oft in der Schweiz. Also wir nicht zusammen. Nee, wir nicht zusammen, ich war schon sehr oft in der Schweiz. Eigentlich immer einmal im Sommer und ich finde die Schweiz mega geil, also man hat wirklich alles von im Sommer kann man in den Flüssen schwimmen gehen, da gibt es mega viele Seen, die wirklich riesig sind, man kann Skifahren gehen, ich fahre gerne Motorrad, man kann da super geil Motorrad fahren. Sagen immer viele, okay, Lebenshaltungskosten sind teuer, ja stimmt auch, aber im Endeffekt verdient man dort auch wieder mehr. Das ganze Staatssystem dort gefällt mir persönlicherweise viel besser als jetzt momentan Deutschland, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ansonsten, ja, so Mallorca, Spanien, so finde ich auch total schön. Aber da könnte ich mir nicht vorstellen, komplett auszuwandern, so das wäre eher so das zweite Domizil. Echt? Ich finde das... Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür immer leben könnte. Das ist dann alles... So diese richtigen, das ist nochmal eine andere Kultur dann auch. Also da muss man sich auch mit identifizieren können. Und ich bin schon so eine deutsche Kartoffel irgendwie so ein bisschen. Also ich reise gern und könnte auch mal 6 Monate bleiben, aber... Aber so für eine Zeit wäre schon, glaube ich, das ist auch cool. Ja. So, das würde ich schon... Oder im Sommer halt, wenn man irgendwann, wenn man es vielleicht mal geschafft hat, je nachdem, wie so unsere Zukunft läuft, so ein kleines Ferienhaus oder so eine Wohnung irgendwo. Oh mein Gott, das war richtig. Ein Kumpel von uns hat da eine Wohnung und das ist schon geil, die bezahlen dann den Flug und fahren da dann hin eine Woche oder zwei, kochen sich abends was, grillen was, also schon cool. Lieblingsgericht zu Hause und Go-to-Lunch-Dinner-Spot in Frankfurt. Lieblingsgericht zu Hause. Ich muss das in Frankfurt sagen. Das ist unser Favorite Ding. Also Lieblingsgericht zu Hause,
lustigerweise, das wechselt bei uns immer von Monat zu Monat. Nee, also das stimmt nicht. Alle 3 Monate wechselt das. Wir essen sowas richtig oft und richtig lange und dann haben wir keinen Bock mehr drauf. Also angefangen hat es damals in unserer Beziehung tatsächlich mit Tortellini, Basilikum. Und italienischen Kräutern. Italienische Kräuter und Tomaten so angeschwitzt und dann dazu. Dann jetzt gerade momentan, beziehungsweise jetzt auch schon wieder Out, haben wir Caesar Salad. Das hatten wir auch 3 Monate oder so, wirklich einmal, zweimal die Woche gegessen. Oh, wir hatten eine Zeit lang diese Wurst gemacht mit Wurst und so Tapas-mäßig, das hatten wir auch schon. Was ist es jetzt gerade? Grillen, wir haben jetzt das öfteren schon gegrillt. So, ich grill total gerne. Aber Philipp kann das mittlerweile auch echt gut. Boah, das muss ich dir lassen. Philipp macht das richtig gut und der kriegt das Fleisch mittlerweile auch so richtig saftig und einfach geil dann. Das Einzige, wo du noch echt dran arbeiten musst, ist das Baguette. Das ist immer verboten. Ja gut, ich finde es nicht schlimm, wenn es ein bisschen an einer Ecke schwarz ist. Achso, und unser Go-To, wenn wir rausgehen, Baguetto in Frankfurt. Das ist so ein Geheimspot und so geil. Ich lieb's. Und was noch? Dean & David, ihr kennt mich. Ich liebe die Bowls dort. Das brauche ich gar nicht. Ich finde es super lecker. Weil es ist auch ausgewogen und gesund. Also das ist nichts so Ungesundes. Und Baguetto geht halt immer. Das ist wie so ein... Eine Currywurst ist auch gesund. Ja, bei Dings, bei Best Bosch & Town, aber... Der Ketchup ist auch Tomate drin, ne? Best Bosch & Town geht auch immer, aber das gibt es ja auch in jeder Stadt. Was ist denn für Frankfurt? Jamie's Burger ist geil, ich mag Burger dort sehr gerne. Ja, aber eigentlich, wenn wir in Frankfurt waren und uns kickt so ein schneller Hunger, wo dann wir sagen, okay, dann gehen wir eigentlich Baguette und das kommt tatsächlich von unserer Cousine und seitdem von immer... Von deiner Cousine, nicht von unserer. Ja, von meiner. Wir waren verpasst. Und immer, wenn wir da sind, ist es schon geil. Also es schmeckt schon sau lecker und es... Ja, es macht Bock, auch da sich dann abends, jetzt im Sommer, wenn da abends mal schnell für 20 Minuten was zu essen. Auch die Leute, die dort arbeiten, die sind so lustig. Es ist einfach, ihr müsst da unbedingt mal hin. Es ist wie Subway, nur 10-mal geiler. Und besser und auch qualitativ viel besser. Es ist einfach geil. Wie weit ist Philipp im Studium und gefällt es ihm noch? Also, Studium eigentlich also, kurz vorher, Philipp studiert Architektur. Also Studium macht Spaß, bin aber eigentlich schon über diesem ganzen Studieren komplett drüber, weil ich einfach schon viel zu lang arbeite. Also an diejenigen, die lange studieren, was ich jetzt auch gemacht habe, zieht es direkt von Anfang an durch, weil ich habe dann viel zu viel gearbeitet und habe dann keine Zeit mehr. So, ich habe zwar immer, mir ging es nicht schlecht, also ich habe gut verdient, aber man geht halt mehr arbeiten und hat dann keine Zeit mehr fürs Studium. So. Und jetzt mit Kind, jetzt habe ich nochmal die letzten 2 Semester extremst Gas gegeben, habe alles fertig bekommen, genau, mit Bachelor und dann halt noch irgendwann Master, beziehungsweise dann erst mal gucken, wo die Reise hingeht. Master werde ich auf jeden Fall machen, aber jetzt mal schauen, dann diese 1-2 Jahre, ob ich dann vielleicht auch beim Architekturstudium muss man dann so und so immer auch Seminare so machen, um irgendwann mal in die Architektenkammer eingetragen zu werden. Ob ich das jetzt in der Zeit mache, da muss man Punkte sammeln. Ist halt so, es ist nicht wie woanders, wo man dann seinen Meister hat und dann ist gut, sondern man muss diese Punkte sammeln, um dann seine Bauvorlagenberechtigung zu kommen. Aber Master werde ich auf jeden Fall noch machen. Und bis dahin mal schauen. Also es läuft eigentlich echt ganz gut. Aber wir nehmen mal eine ganz coole Frage, weil wir auch echt, wenn wir eine Serie haben, eigentlich so richtige Seriensuchtis sind. Wenn sie gut ist. Gut, nur mit Kind so eine andere Sache. Manchmal sind wir abends einfach platt und schlafen ein. So. Könnte ich mich aufregen. Saskia liegt vor mir und dann dreht sie sich immer um. Aber es gibt doch echt, ganz ehrlich, bitte, es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn ihr euch zum Serie schauen verabredet und dann pennt euer Partner nach 5 Minuten ein. Ja, egal, ich sag dann immer, was für ein Moment, du schnarchst auf einmal und ich denke mir so, ist es 8 Uhr abends, wir wollten doch noch gucken. Und dann das Geilste ist, Philipp kommt dann am nächsten Tag und sagt, was ist da passiert? Okay, jetzt haben wir die Frage, jetzt sind wir komplett... Ja, egal, also war gute Serie und das hieß, wie heißt es, also es ist so ein bisschen, das ist so True Crime und wie heißt es, Cecil Hotel, aber das ist keine Serie, doch, das ist eine Miniserie. Drei Folgen gibt es da, das ist super krass, das ist
Ja, krass, aber ich will nicht spoilern. Aber das ja, gut, Elite und so, das haben wir alles Elite geguckt. Elite ist geil. Ja, Sex Education war auch ganz lustig. Ja. Ich gucke jetzt gerade abends noch Crooks. Das ist so eine deutsche. Die ist echt ganz cool. Also es ist sowas wie Four Blocks. Was ich geguckt habe, ohne Philipp, ist 2 in einem Tag, hieß sie, glaube ich. Die war auch echt gut. Auch wenn das Ende sad war, das hast du gar nicht mitbekommen. Ich weiß, aber du guckst sowas alleine nur. Ja. Ansonsten gucken wir viele True Crime Sachen. Mhm. Wie heißt denn das andere, was wir geguckt haben, wo diese Fälle aufgeklärt werden? Ach, das ist neu. Das ist, spielt auf jeden Fall in New York City. Boah, ihr müsst Dig Deeper gucken. Oh, also ja. da haben mir wirklich die, aber nicht sich spoilern, wirklich die Haare hochgestellt. Aber das ist krank. Also das ist wirklich verrückt. So, oder Jeffrey Dahmer fand ich auch krass. Ja. Gehst du noch ins Fitnessstudio oder macht ihr Sport zu Hause? Ich bin seit Dezember aus dem Fitnessstudio abgemeldet, weil ich war irgendwie gar nicht mehr da und McFit war für mich auch, ist halt nicht so das beste Fitnessstudio. Ich würde mich gerne wieder im Fit 7-Eleven anmelden, aber da ist die Sache, ich wüsste momentan zeitlich gesehen überhaupt nicht, wann ich das machen würde. Ja, ist voll die Fahrerei. Erstens das und zweitens, also es ist sowieso schon sehr stressig mit den ganzen Dingen, aber ich mache dann lieber zu Hause Sport und Philipp und ich haben jetzt auch beschlossen, wieder einmal die Woche, wenn es geht, joggen zu gehen mit der Kleinen zusammen morgens. Wir haben jetzt gestern früh joggen, das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin zwar richtig raus. Saskia, heißt das nicht joggen, wir gehen walken oder so? Nein, das stimmt nicht. Ich war schon gut dabei, für meine Verhältnisse gut, weil ich habe ab der 28. Schwangerschaftswoche durfte ich keinen Sport mehr machen und seitdem war ich nicht mehr joggen. Sie kann es gar nicht abhaben, dass ich rauche, ich bin Raucher. Mhm. Das ist auch einfach derbe unfair. Ja. Also das ist wirklich unfair. Mein Körper hat Menschen produziert, hat so viele Dinge geleistet. Ich ernähre mich gesund, ich mache Sport und ich kacke ab nach 3 Kilometern und Philipp ist so, ja, geht's auch mal irgendwo weiter jetzt? Kannst du noch weiter stehen bleiben? Und der raucht. Und du ernährst dich eigentlich. Ja, ich trinke viel Kaffee und so. Manchmal esse ich halt nichts. Das Leben ist unfair. So ist das. Aber du bist noch im Fitnessstudio. Ja, ich gehe auch eigentlich, bin ich immer regelmäßig gegangen, aber das hat sich jetzt auch voll durchgezogen. Wir waren krank. Ach, ja, Saskia und die Kleine war krank. Dann hatte ich Lebensmittelvergiftung oder Magen-Darm, keine Ahnung was das war. Dann jetzt Mandelentzündung gehabt und nur so eine Scheiße. Also es ist wirklich, hat sich jetzt voll über fast einen Monat durchgezogen. 3 Kreuze, wenn das alles fertig abgeschlossen ist, ohne Benzin. Danach geht es eigentlich wieder. Dann kommt der Sommer und wir müssen noch ein bisschen unsere Sommerbodies trainieren. Ich bin dran. Aber ich will noch eine Frage lesen. Wie stellt ihr euch euer Traumhaus bzw. eure Traumwohnung mal vor? Also ich fange mal an. Also wer die Frage gestellt hat, das ist jetzt mutig, weil Philipp hat wahrscheinlich so 350 Seiten parat, dass er euch jetzt alles erzählen kann, wie sein Haus aussehen kann. Ja, so, also vom Gesamten her natürlich keine Wohnung. Eigentlich ist das Ziel schon, ja, auch wenn es rückläufig ist, trotzdem gern irgendwann ein Einfamilienwohnhaus, wo man dann wirklich für sich wohnt mit seinen Kindern oder mit unserem Kind, je nachdem, wie das in 4-5 Jahren aussieht. Ansonsten, ja, kubisch, also ich, auf gar keinen Fall Satteldach, Walmdach etc. Also immer für all die, das ja, also Flachdach, kubisch heißt so, jetzt eigentlich wie Vierecke, die aufeinander gesetzt sind, aber versetzt sind. So. Ich muss mir nichts davon vorstellen, ja, tut mir leid. Sowas in der Richtung, also wirklich eher offen gestalten, auch nicht das Altmodische, dass Räume oder so getrennt sind, sondern schon durch gezielt gesetzte Wände das Ganze voneinander abtrennen, aber es trotzdem noch offen zu gestalten, das ist eigentlich für mich das Wichtige und auch ein Garten, also auf jeden Fall ein Garten. Wir haben selbst ein großes Haus, haben aber da keinen Garten, weil die Firma unten drunter ist. Haben zwar eine riesen Dachterrasse, aber so ein Garten ist schon was Cooles. Auch gerade für Kinder, wenn wir vielleicht mal irgendwann Oma und Opa dann sind, was noch lange Zeit hat. Aber die können dann im Garten Fußball spielen oder was weiß ich machen, Bogen schießen etc. Was man alles halt im Garten so machen kann.
Das ist schon cool. Ich hätte gern auch lieber natürlich ein Haus. Muss man natürlich gucken, wie das dann auch finanziell ist, wie das generell ist, ob man ein Grundstück findet etc. Planen will ich es auch jetzt noch nicht, weil keine Ahnung, was in 5-6 Jahren ist. Aber wie gesagt, es wäre mein Wunsch, was schön modern ist. Ich mag das nicht so 0815 mäßig. Also Philipp und ich sind uns da eigentlich schon recht einig. Ich habe nur gesagt, wenn es irgendwo im Budget drin wäre, weil ich das super cool finde, hätte ich halt ganz gerne einen großen Garten und wenn es geht, irgendwie vielleicht noch einen Pool da drin. Aber da muss man auch Kosten-Nutzen abwägen. Also das ist jetzt so ein Wunsch von mir, wenn es dann irgendwann wirklich so weit ist und wir haben was und wir bauen oder wir renovieren irgendwas. Mal gucken, ob ich es dann immer noch will, ob ich es dann wirklich noch so nützlich finde. Ich meine, ich bin jetzt 24, ich habe vor 5 Jahren auch noch ganz andere Dinge cool gefunden wie jetzt. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Also ja, viele Fenster, schön hell finde ich wichtig. Ich hätte gerne, das ist mir sehr wichtig, eine schöne, von mir aus auch teure Küche. Also das würde ich tatsächlich sogar wirklich investieren. Da wäre es mir sogar egal, was sie kosten würde, weil ich verbringe sehr viel Zeit in der Küche. Ich koche super gerne, jetzt auch für die Kleine. Ja, hätte ich die Zeit, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag in der Küche stehen. Habe ich aber nicht. Leider. Die kriegt noch so eine eigene Küche, so einen eigenen Raum. Ja, also die Küche ist mir schon sehr wichtig. Der Schall geschützt ist, dass man sich mittags mal auf die Couch legen kann. Aber das ist auf jeden Fall, das ist mir sehr wichtig. Und den Rest eigentlich ist schon Philipps Ding. Also Philipp studiert, das ist Philipps Job. Er hat schon ein ganz gutes Händchen, wenn man ihn, ich habe hier auch viel mehr, was die Einrichtung angeht, Philipp die Oberhand gelassen und das hast du auch sehr, sehr gut gemacht. Das haben wir zum ersten Mal zusammen gemacht und es ist jetzt ein sehr, sehr schönes Gesamtkonzept. Also das, glaube ich, wird schön aussehen. Ja, ich sag mal so, Saskia ist gut und Interieur, ich bin eher so. Aber wir ergänzen uns gut, das passt dann. Du machst die Grundlagen und ich verfahre das. Ja, dann halt dieses Weiß und so. Ja. Davor war ich eher so ein bisschen dunkler unterwegs, Richtung Anthrazit. Und das mit dem Weißen sieht halt schon sehr, ja. Es ist jetzt halt einfach. Jetzt doch mal. Ja, gut, Philipp findet die Gardinen zum Beispiel in der Wohnung hier jetzt nicht schön. Das ist ich einfach nicht seins. Keine Gardinen, weil das ist für mich so 1980. Ich finde es halt gemütlich. Aber gut, es geht ja jetzt auch ums Haus. Wie gesagt, also wenn es irgendwann mal der Fall ist, nehmen wir euch da, falls ich das dann gibt's noch mache. Gibt keine Gardinen. Doch, mit Sicherheit gibt es Gardinen. Achso, und was mir noch sehr wichtig ist, ist eine Badewanne. Egal was für eine Badewanne, ich brauche eine Badewanne, haben wir jetzt hier auch nicht. Ich brauche eine, ich liebe es zu baden. Und Parkett. Ich brauche... Und ich brauche ein eigenes, ich brauche eine eigene Toilette. Ja. Ja, eine Riesentoilette. Und auf dieser Toilette... Sind dann Spiele, nein. Zeitungen, da sind Zeitungen, Handy-Ladekabel, Steckdosen, Motorradzeitung, Getränke, Bier, Snacks, die man verbringt. Und ein Aschenbecher. Stunden auf dem Klo. Stunden. Ja, und ein Aschenbecher. Das Erste, was er macht, wenn er reinkommt, ist Hallo zu sagen. Er begrüßt kurz alle und dann ist er 30 Minuten erstmal weg. Klassiker, wird wahrscheinlich jeder Kerl kennen. Ich hasse es so sehr. Philipp, wenn man kein Handy dabei hat, nimmt man sich irgendwelche Produkte aus dem Bad und fängt an, die Rückseite zu lesen. Und nimmst du noch das Klo mit in dein Grab? Das ist wahrscheinlich dein bester Freund, deine Ehefrau, whatever. Letzte Frage und die suche ich raus. Wollt ihr heiraten? 3, 2, 1. Ja. Aber nicht jetzt. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr sowas gerne öfter sehen wollt, dann müssen wir den Philipp noch ein bisschen überreden, weil der Philipp ist nicht so gerne vor der Kamera momentan. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schöne Woche oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war nicht mal richtig dunkel.